Bauer. Und der Ferdinand ist schon 13. Er ist 12. Er ist auch 12. Also es ist schon ein bisschen lang unterwegs mit mir. Ja, anstatt selber zu züchten, weil es von diesen von der Geissböcke gibt es ja eigentlich genug. Also das ist ja immer etwas, was würdig ist, was niemand nicht unbedingt haben, weil das Fleisch auch nicht so gefragt ist. Ja. Wenn man Trekking macht, ist wichtig, dass sie Hörner haben. Weil, also das ist manchmal, für Kinder ist manchmal ein bisschen, macht es ein bisschen Angst, aber die Geissen können ja nicht schwitzen. Und die sind extrem stark durchblutet und so können sie die Wärme viel besser. Ja, durch die Hörner durch. Genau, also das ist auch wie ein Kühlkörper, weil das ja nur 2 mm ja, bis oben ist durchblutet. Und es ist natürlich auch viel schöner, wenn, ja, sie, ja, natürlich, wenn sie Hörner haben. Aber die haben meistens nur so ein kurzes Stück dran, dass man sie schnell nehmen kann, wenn sie zu hat oder so. Ich tue eigentlich beides, also mit die kann man freilassen oder man kann sie auch führen. Mir denkt, wenn man sie noch ein bisschen führt, hat man noch ein bisschen einen höheren Bezug zu mir. Kommando kennen sie nicht. Ist einfach sie sind auch Geissböcke, manchmal sind sie ein bisschen bockig, aber im Normalfall laufen die sehr, sehr gut mit. Was sie natürlich auch gerne haben, ist Streifen. Das ist ein bisschen der Gegensatz zu den Lamas. Die Lamas sind ja eher Distanztiere, ja, und die Geissen gerne. Sie kleben hier besonders gerne zwischen den Horn. Die haben gerne Menschenkontakt. Jetzt, wenn wir gerade rausgehen, tun wir sie noch abführen wegen dem Zaun. Und dann gehen wir da Richtung Sebetze. Okay.